Berlin Daily Vlog, aber zum ersten IFA-Vlog, denn wir gehen heute auf die IFA, da treffen wir uns mit dem Chris. Der ist allerdings schon da, wir müssen jetzt noch hinfahren. Irgendwie beginnen alle Vlogs in diesem Parkhaus, keine Ahnung. Das ist einfach das nächste am Bahnhof. Wie gesagt, wir fahren jetzt mit der Bahn zur IFA und dann sehen wir uns auf der IFA wieder. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind jetzt hier Südbahnhof, also nee, Messe Süd, und da gehen wir jetzt auf die IFA, den Südeingang. Chris muss ich jetzt gar noch anrufen, dass er in den Eingang kommt, und dann gehen wir hier in der IFA. Meine großen Kameras und so weiter sind noch hinten drin, weil ich jetzt gerade noch Chris suche. Der ist bei Intel, weil wir da jetzt gleich noch die Videos hochladen, beziehungsweise ich lade den Vlog hoch. Und jetzt muss ich den erstmal suchen und irgendwie zu Intel kommen. Muss ich mal schauen, wie ich da jetzt hinkomme. Laufen ein bisschen groß hier, aber jetzt habe ich, glaube ich, hier das Richtige, weil ich muss in Halle 26, weil da Chris auf mich wartet. Das ist da bei Intel und ich war jetzt gerade bei Beko und ich dachte, da wäre ein Übergang, aber man muss hier außen rum, glaube ich. Also schaue ich jetzt mal, wo die Kollegen so sind, aber da ist 25, das sieht gut. Ich bin jetzt beim Huawei. Wahrscheinlich drehen dort auch was, also die großen Kameras sind noch hinten drin. Wir laufen jetzt gerade durch. Wo wollen wir eigentlich hin? Geh mal her. Sonic, ne? Also. Nee, eigentlich weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also, ich habe den Quell gestern reingeschnitten. Echt? Das muss ich dir sagen. Geil. Aber ich hab da so schwarz geblendet. Ach echt, muss ich den rausschneiden? Okay. Was soll ich sagen? Du kannst da Feinde kaufen. Nee, gib mir. Servus. Ich fahre hier zum ersten Mal mit einem Hoverboard. Ich habe zwar Erfahrungen mit einem Airwheel, aber mit so einem Ding, nee. Ich muss sagen, es ist um einiges einfacher. Ja, schnell meine Kamera abgegeben. Auf den iHop. Ich probiere nachher bei Hammer, weil die haben ja einen rausgebracht. Da werden wir wahrscheinlich auch dann auch drehen. Das ist geil. Wo hat Felix eigentlich sein letztes Mal mit? Was? Wo hat Felix sein letztes Mal mit? Keine Ahnung, er hat es heute mit, wir haben gesehen. Echt? Stromkraft bekommen? Nee, schon weg. Nee, Spaß. Ich weiß es nicht. Der hat den Safe dabei. Bei Samsung, vielen Dank, dass wir hier drehen durften und unsere Presse auf der Senkel. Hier steht noch die Kamera rum mit Mikrofon und so weiter. Wir haben jetzt an diesem Kühlschrank gedreht und jetzt, denke ich, schauen wir uns hier noch ein paar Samsung-Geräte an. Probieren vielleicht mal noch eine GoVR aus. Und dann gehen die Samsung jetzt. Die IS3, die kommt auf jeden Fall in dem Video bei mir vorbei. Da schauen wir jetzt hin und dann gehen wir nachher noch zur LG, weil wir was im Video nicht ganz beantworten konnten. Aber das kann ich auch schon nochmal schnell googeln. Ja, wir sehen uns dann bei der IS3. Wir haben jetzt hier noch kurz ein Interview. Hier sehen wir schon, alle sind bereit. I like this whole idea of being like this. Alle sind bereit. Wir haben jetzt noch ein Interview. Ich mache es dem indischen Fernsehen. Ja, ich mache jetzt hier noch.
das denn? Wir haben im indischen Fernsehen. Ja, also wir haben hier jetzt unsere Visitenkarte gegeben und wir bekommen dann ja, einen Link zum Fernsehbeitrag. Genau, im indischen Fernsehen. Wahnsinn. Mein Englisch ist auf jeden Fall nice. Es war auf jeden Fall geil. Es war geil. Und ja. Wir schauen uns auf jeden Fall noch mal selber da drüben noch ein paar Shots drehen. Ist auf jeden Fall nice, was man mit so einem Presseausweis alles erreichen kann. Ich habe heute wenig gevloggt. Sehr wenig hat er gevloggt. Der Typ muss vloggen. Ja, wir haben auch wenig gedreht. Muss einfach morgen nochmal was drehen. Also wen haben wir getroffen? Nerdtech, also Lukas vom Kanal Nerdtech. Vielleicht kennt ihr ihn wahrscheinlich schon. Aber ja, ist voll richtig nett. Was sagst du? Ja, Lukas ist auf jeden Fall nett. Wir haben gerade noch Felix getroffen. Also nicht Felix war. Nein, das ist super. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Hause bzw. zum Südeingang. Denn ich muss noch mein Presseticket abholen. Ja. Und er muss mir dabei helfen, weil er hat schon eins. Ich habe eben das falsche bekommen. Was der Ausweis? Ja, ich habe also vorgesehen war, dass ich auch so einen Presseausweis bekomme, aber ich hatte keine Ahnung, dass das kein Presseausweis ist. Ich habe einfach Danke gesagt und bin gegangen. Das ist eben nur für heute und das holen wir jetzt mal ab. Ja, klappt das? Das war's noch schon wieder mit diesem Daily-Vlog bzw. dem ersten IFA-Vlog. Ich war heute, wie gesagt, auf der IFA, habe ein bisschen wenig gevloggt, ich weiß, aber ich bin im Vlog von Helge mit drin. Mit dem war ich dann nämlich, der war nämlich auch dabei. Ich werde das Video dann morgen auf der IFA hochladen. Ich bin nämlich morgen nochmal auf der IFA. Wie gesagt, sorry, dass ich auf der IFA nicht so viel gefilmt habe. Wir haben einfach so viel mit Firmen gesprochen, mit Videodrehs gehabt, Interviews gehabt. Wir hatten auch so ein Interview mit dem indischen Fernsehsender, habt ihr auch gesehen. Ja, wie gesagt, morgen drehe ich ein bisschen mehr, beziehungsweise vlogge ich ein bisschen mehr und morgen wird auch gedreht. Denn morgen bin ich, wie gesagt, nochmal auf der IFA. Vielleicht sieht man sich. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Daily Vlog wieder. Bis dahin, ciao!